Hallo und herzlich willkommen beim Handy College. Liegt bei euch der erste Smartphone-Kauf an und ihr überlegt, welches Handy ist das Richtige für mich? Oder habt ihr schon ein Smartphone gehabt und überlegt jetzt, wenn ich das nächste kaufe, worauf soll ich da achten? Ich hoffe, ich habe hier ein paar wertvolle Tipps zusammengetragen. Schaut euch das Video an. Eventuell ist was dabei, was euch auch noch weiterhilft. Also, viel Spaß! Was ich häufig höre, ist, ich kaufe mir ein Handy, das möglichst einfach ist und deswegen suche ich nach einem Gerät, das möglichst billig ist. Seid da vorsichtig. Billig bedeutet nicht gleich auch gut und billig bedeutet vor allen Dingen auch nicht einfach. Denn ihr müsst euch vorstellen, ein Hersteller von einem Handy, der möglichst wenig Geld für alles ausgibt, der wird auch bei der Programmierung des Handys sparen. Also fragt euch, ist da wirklich ein Programmierer gewesen, der sich tagelang Gedanken gemacht hat, wie gestalte ich diesen Handyaufbau besonders einfach, oder ist das einfach nur dahingeklatscht? Also Vorsicht, wenn ihr irgendwie ein einfaches Handy haben wollt, dann ist nicht immer das billigste Handy auch die richtige Lösung. Was meiner Meinung nach auch auf jeden Fall Sinn macht, ist zu schauen, was haben meine Freunde für Handys? Also welches Betriebssystem benutzen die meisten oder welchen Hersteller nehmen die meisten? Warum nehmen sie diesen Hersteller? Lasst euch da also auf jeden Fall auch von den Erfahrungen eurer Freunde irgendwie inspirieren bei eurem Gerät. Es macht vor allen Dingen auch keinen Sinn, einen Hersteller oder ein Betriebssystem auszuwählen, das dann anschließend keiner eurer Freunde irgendwie bedienen kann. Das heißt, ihr habt dann auch niemanden, der euch irgendwie helfen kann, wenn ihr eine Frage habt. Ein Punkt, den ihr auf jeden Fall mit beachten solltet, ist die Menge des Speichers, der auf dem Handy zur Verfügung steht. Also, wenn euer Handy Werbung damit macht, dass es 8 GB zur Verfügung hat, dann bedenkt, dass diese 8 GB ziemlich schnell voll sein können, wenn ihr sehr viele Videos, sehr viele Fotos selber macht oder eventuell Videos und Fotos über irgendwelche Chatprogramme von euren Freunden geschickt bekommt. Je nachdem, was ihr bereit seid, auch dann wieder zu löschen, wird das Handy halt doch recht schnell voll sein. Vor allen Dingen, was ihr auf jeden Fall auch mit bedenken müsst, das Betriebssystem Android zum Beispiel hat zwischen 3 und 4 GB Speicher. Wenn ihr also Apps runterladet und das Betriebssystem auf dem Handy habt, verbraucht das locker 3 bis 4 GB. Das heißt, nur noch der Rest steht euch dann zur Verfügung. Ein Foto, das ihr macht, wird in der Regel zwischen 1 und 3 Megabyte groß sein. Und je nachdem, wie viele Videos ihr eventuell dreht, das dann 10 Megabyte groß ist, kann das halt sehr schnell voll sein, dieses Handy. Einige Kriterien haben mit der Qualität letztendlich überhaupt nichts zu tun. Es kommt nur darauf an, was habe ich letztendlich mit dem Handy vor. Wenn ich zum Beispiel viele Fotos und Videos machen will, dann ist es eventuell sinnvoll, wenn ich mir ein Handy aussuche, das einen Micro-SD-Kartenslot zur Verfügung hat, damit ich den Speicher erweitern kann. Nicht mehr alle Hersteller bieten das halt an. Oder wenn ich Wert darauf lege, dass ich den Akku zwischendurch auch mal wechseln kann, ist es halt wichtig zu wissen, dass auch einige Hersteller dazu übergegangen sind, den Akku fest zu verschweißen. Das ist keine schlechte Qualität und das funktioniert im Grunde super, aber wenn ich Wert darauf lege, den Akku zu wechseln, dann sollte ich auf jeden Fall beachten, dass das nicht mehr bei allen Handys möglich ist. Gibt es eventuell sonst noch irgendwelche Kriterien, die mir jetzt gerade nicht eingefallen sind, die euch aber in dem Video fehlen? Schreibt sie für alle anderen auf jeden Fall unten in die Kommentare, weil dann haben wir alle noch was davon. Je nachdem, was ihr mit dem Handy vorhabt, kann es auch wichtig sein, die richtige Bildschirmauflösung auszuwählen. Also habt ihr nur vor, E-Mails zu schreiben und ein bisschen zu chatten, dann ist es im Grunde egal, welches Display ihr nehmt. Dann könnt ihr LCD- oder AMOLED-Displays nehmen. Wenn ihr aber grafisch aufwendige Programme betreiben wollt und da auch grafisch ein bisschen Spaß dran haben wollt, dann achtet darauf, dass ihr ein AMOLED und ein sehr hochauflösendes Display habt.
achtet bei dem Handy auch drauf, ist das Handy schnell genug für die Programme, die ich vorhabe zu betreiben. Wenn ihr einfach nur einmal in euer E-Mail-Programm gucken wollt oder einfach nur mal ein paar SMS schreibt, dann müsst ihr kein 4 GHz schnelles Handy haben. Aber wenn ihr dann irgendwelche Spiele damit spielen wollt oder eventuell auch ein Navigationssystem laufen haben wollt, das verbraucht dann auf jeden Fall schon mehr Energie bzw. einfach auch mehr Rechenleistung. Also schaut dann, dass euer Handy mindestens 1 bis 2 GHz hat, damit es nicht zusammenbricht und quasi völlig überlastet ist bei der Anzahl der Programme oder auch bei der Komplexität der Apps, die ihr vorhabt zu betreiben. So wie es bei Handys ab der Mittelklasse mittlerweile zum Standard gehört, dass sie mindestens 1 bis 2 GHz Prozessorgeschwindigkeit haben, ist es durchaus auch wichtig zu gucken, wie viele Prozessoren sind denn in diesem Handy, die sich die Arbeit teilen. Also auch da ist aktuell ein Standard, dass mindestens 2 Prozessoren eingebaut sind, die sich halt die Rechenleistung der Apps dann aufteilen. 2 sind mittlerweile sogar schon recht wenig. Der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass der Standard bei sogenannten Quad-Core-Prozessoren, also bei 4 Prozessoren gleichzeitig sind. Und einige Handys haben mittlerweile sogar einen Octa-Core-Prozessor, das heißt 8 Prozessoren teilen sich die Arbeit. Nun müsst ihr gucken, bei einem normalen SMS-Programm, bei einem normalen E-Mail-Programm oder auch beim Betreiben der Kamera reicht es locker, wenn ihr 1 oder 2 Prozessoren habt. Aber wenn ihr wieder vorhabt, irgendwelche rechenintensiven Programme laufen zu lassen oder eventuell auch mehrere Sachen gleichzeitig machen wollt, dann achtet darauf, dass ihr mindestens einen Quad-Core-Prozessor oder bei super wichtigen Sachen, bei super rechenintensiven Sachen wie zum Beispiel Videoschnitt oder irgendwelchen Spielen, die grafisch sehr, sehr aufwendig sind, achtet darauf, dass ihr dann eventuell sogar nach einem Octa-Core-Prozessor Ausschau haltet. Und da ist sie schon, die Endcard, genau. Wir sind durch mit dem Thema. Ich hoffe, es war was dabei, was euch irgendwie auch weitergeholfen hat bei eurer Kaufentscheidung. Wenn nein oder wenn euch ein großes Thema gefehlt hat, wie gesagt, dann schreibt es in die Beschreibung, dass auch andere noch was davon haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, weil dann werdet ihr auch sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!